Leute, hier ist wieder eure Hanna Vogel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, denn schaut mal, wo ich bin, Leute. Wieder einmal im Gefängnis. Und das nicht alleine, sondern mit Garfield. Ist das nicht verrückt, Leute? Also ich bin hier irgendwie eingesperrt worden von diesem Kater Garfield. Und auf jeden Fall muss ich jetzt schauen, wie ich hier aus diesem Gefängnis wieder entkomme. Hier seht ihr ihn auch. Und naja, nichts wie weg hier, Leute. Los geht's! Okay, Leute, also ich muss mich hier erstmal ein bisschen umschauen. Kann ich hier vielleicht einfach durch die Tür laufen? Ach, schön wär's gewesen. Naja, wie auch immer, Leute. Aber hier ist auf jeden Fall so ein Pfeil. Ah ja, und da drüben sehe ich so irgendeinen Geheimgang oder so. Kann das sein? Tatsächlich, Leute. Okay, cool. Dann sind wir hier, denke ich mal, erstmal auf dem richtigen Weg, weil immerhin sind wir schon im nächsten Raum. Hihi. Okay, cool. Oh Mann, wie das hier alles aussieht im Gefängnis. Das finde ich total spannend. Also ich meine, ich bin ja nicht zum ersten Mal im Gefängnis hier in Roblox, sondern ich war ja schon in verschiedenen. Und immer wieder sehen die Gefängnisse total anders aus. Das ist wirklich auch irgendwie voll spannend, das zu sehen und zu entdecken. Und ich denke mal, vom Prinzip her weiß ich schon, was hier auf mich heute zukommt. Also ich muss hier aufpassen, dass ich zum Beispiel nicht da runterfalle und halt eben diese ganzen Hindernisse überquere. Und ja, dann gehen wir hier einmal Raum für Raum durch, bis wir halt wieder draußen sind, Leute. Das ist das Ziel. Okay, und jetzt bin ich mal lieber ein bisschen leiser. Nicht, dass Garfield mich entdeckt und mich irgendwie zurück in die Zelle sperrt oder so. Hier ist auf jeden Fall ein Knopf und oh mein Gott, nein! Hi, Garfield! Oh Mann, Garfield ist einfach echt ein schneller Kater. Also, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der wäre eher ein bisschen langsam unterwegs, aber oh, jetzt rennt er mir schon wieder hinterher und ich muss hier irgendwie gucken, dass ich irgendwie ganz schnell wegkomme. Oh, ganz schnell, 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 schnell und darüber, Leute! Und, puh, Glück gehabt. Hihi. Okay, sehr gut, Leute. Garfield konnte mich auf jeden Fall nicht einfangen diesmal. Und jetzt kann ich gucken, dass ich hier irgendwie in den nächsten Raum komme. So, hier drüben ist schon der Eingang in einen Geheimgang. Oh, das hat sich gereimt. Hihi. Und ja, jetzt bin ich hier auf jeden Fall im nächsten Raum. Und keine Ahnung, wo ich hin muss, aber... Ah, cool. Eine Schaufel. Na, dann würde ich sagen, fahren wir mal los, Leute. Wow, okay, cool. Oh, da ist schon wieder so eine Garfield-Figur. Schaut mal, wie cool die aussieht. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt springe ich hier rüber. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Das kenne ich doch. Hier ist einfach der Boden Lava, Leute. Also schaut euch das mal an. Also da darf ich auf gar keinen Fall reinfallen. Ich meine, das erinnert mich gerade an... Das erinnert mich gerade an ein anderes... Oh, oh Gott, da muss ich auch drüber springen. Achtung! Und oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Hier ist irgendwas runtergerollt. Was ist das denn? Oh mein Gott! Okay, hier muss ich mich auf jeden Fall versteckt halten. Das geht ja gar nicht. Ach, Leute, jetzt wurde ich hier trotzdem einfach von so einem Felsbrocken überrollt. Oh mein Gott, die sind aber auch schnell. Okay, jetzt kann ich aber hier einmal rüberrennen und mich verstecken. Ich wusste doch, dass da wieder so ein Felsbrocken runtergerollt kommt. Okay, und dann da drüben. Also ich muss sagen, diese Pfeile hier, die helfen mir sehr gut. So, dann kann man sich nämlich daran so ein bisschen orientieren, Leute. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall im nächsten Raum. Und oh mein Gott, da ist schon wieder Garfield. Ich glaub's ja nicht, was macht der denn schon wieder hier? Was ist das? Okay, ich drück da einfach mal drauf. Und oh mein Gott, der ist ja schon wieder so schnell. Warum will der mich schon wieder einfangen? Ich dachte, ich wäre schon vor ihm weg. Oh. Oh, okay, er kann die Treppen nicht hochklettern. Dann habe ich ja nochmal Glück gehabt. Hihi. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Wo sind meine Haare hin? Und mein Gesicht und alles? Und wie sehe ich denn aus? Ich weiß gerade nicht, was passiert ist. Das muss ein Zauber gewesen sein. Also, ich glaube, Garfield hat mich verhext oder so. Oder keine Ahnung, Leute. Okay.
schneller, würde ich sagen. Nichts wie weg hier. Oh mein Gott, also wo muss ich nur hin? Oh, okay, hier, das kenne ich doch noch aus dem anderen Gefängnis. Hier gibt es doch irgendwie so ein Getränk und dann gibt das irgendwie Energie oder so. Ja, tatsächlich. Okay, Leute, jetzt bin ich richtig schnell und ja, dann muss ich wohl hier entlang. Okay, und jetzt aus dem Weg, Leute. Hier kommt Hanna Vogel. Oh Mann, Leute, das ist so cool. Das macht richtig viel Spaß. Ich fühle mich hier, als würde ich fliegen, Leute. Juhu. Hier vielleicht? Ja, tatsächlich. Okay. Ich habe das doch irgendwie schon gerochen, Leute. Ich weiß doch, wie man hier aus dem Gefängnis entkommen kann. Meiner neuen Frisur, was irgendwie echt total komisch ist, aber mit Sicherheit kriege ich meine Frisur auch später wieder zurück, wenn ich vielleicht raus aus dem Gefängnis bin oder so. Naja, wie auch immer, ich akzeptiere das jetzt einfach und okay, was ist denn jetzt los? Warum sehe ich jetzt wieder aus, wie ich aussehe? Oh mein Gott, das ist ja total verrückt, aber okay, dann kann ich ja jetzt hier weitermachen. So, und ich wollte gerade sagen, ich akzeptiere jetzt einfach mal meine neue Frisur und gewöhne mich einfach mal dran. Ich meine, das ist ja auch ein Trend, so eine Kurzhaarfrisur, oder? Oder halt gar keine Frisur, wie auch immer. Auf jeden Fall, das kann ja auch richtig schick aussehen. Aber erstmal war ich echt erschrocken, plötzlich keine Haare mehr auf dem Kopf zu haben. Also ich bin jetzt froh, dass ich wieder aussehe, wie ich aussehe. Das ist schon mal gut und so langsam habe ich auch das Gefühl, dass wir dem Ausgang immer näher kommen, Leute. Ich mache hier in der Zwischenzeit mal diese ganzen Ventile zu, denn ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber da oben, das kann man jetzt gerade nicht sehen, da laufen wir jetzt gleich hin, da sind die Ventile offen. Das habe ich schon von weiter weg gesehen. Mhm. Und deswegen muss ich die auf jeden Fall schließen. Seht ihr hier? So, ich habe schon 2 von 3 geschlossen. Hier ist noch so ein Ventil, das schließe ich auch noch. Uah! Was ist denn jetzt schon wieder? Oh Mann, da bin ich einfach wieder runtergefallen. Einfach aus dem Gefängnis rauskomme. Aber ich fand das jetzt irgendwie total verrückt. Also das mit den Haaren, mit der Frisur, das hat mich ja so sehr verwirrt. Und, was ist denn jetzt los? Oh, Leute, Hilfe, ich stecke hier fest. Keine Ahnung, was los ist. Oh Mann, also ich glaube, ich gehe jetzt mal lieber vom PC. Es wird Zeit. Also ich muss sagen, dieses Gefängnis hier mit Garfield, das ist einfach total verhext. Verrückt irgendwie, oder? Hihi. Naja, wie auch immer, es hat trotzdem richtig viel Spaß gemacht. Und wenn es euch auch so gut gefallen hat wie mir, dann lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht auch unseren Kanal zu abonnieren, sowie die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst ihr in Zukunft keine Videos mehr. Versprochen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Eure Hanna. Kann mich bitte jemand aus dem Gefängnis holen? Hilfe! Hey Leute, ich bin's, Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!